weiß nicht, wie wir uns entwickelt hätten, wenn jeder seinen eigenen Weg gegangen wäre. Ich befürchte, ich wäre viel langweiliger geworden. Ich wäre auf jeden Fall ein anderer Typ geworden, weil ich war auch anders drauf. Ich glaube nicht, dass wir noch Freunde wären, weil wir sehr unterschiedlich sind. Ich glaube, es hätte sich einfach verlaufen dann wieder irgendwie. Jetzt kommt der Gruß, den wir immer vom Konzert haben. Freundschaft! 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 Das ist wirklich ganz schwer zu sagen, ob wir noch befreundet wären, wenn wir viel nicht über die Fantas zur Freundschaft sozusagen verdammt wären. Jeder hat ein eigenes Lebensmodell, sehr unterschiedliche Lebensauffassungen. Und was uns natürlich verbindet, ist die Musik, ist das gemeinsam Erlebte, ist das, was uns zusammenschweißt. Oh, Hermann! Was wir haben, ist eine Identität. Ob wir wollen oder nicht, wir vier sind die Fantas. Jeder von uns ist das. Das spielt eine Rolle in allem, was wir machen, in wirklich allem. Wir würden Jobs, die wir sonst noch machen, im TV oder in der Foodbranche oder klamottenmäßig oder mein Motorsportler oder was weiß ich, nicht machen, wenn wir nicht im Kern die Fantas wären. Mit unserem Werk. Das ist, am Ende ist das, sind das wir. Fertig? Fertig. Los. Am Ende steht dein Name drauf. Selbst ausgedacht oder abgeschaut. Am Ende steht dein Name drauf. Vom Kreißsaal bis ins Krankenhaus. Und egal an wen oder was du glaubst. Es kommt der Tag und du bekommst ein Grab mit dem Grabstein. Und da steht dein Name drauf. Früher als Fanta 4 haben wir immer zu viert produziert. Wir haben uns heute immer getroffen, alle zusammen. Und zusammen alles gemacht, ne? Eigentlich jeden Tag. Und haben gekifft und haben Beats irgendwie aus kruden Maschinen rauslaufen lassen und dazu irgendeinen Scheiß gerappt, der uns eingefallen ist. Und wir haben rumgespielt, das klingt gut, das klingt gut. Und dann war der Titel fertig. Und wenn er fertig war, war er einfach fertig. Und wir hatten nie einen großen Plan. Das war ganz merkwürdig, wir haben nichts verstanden von Arrangement oder von Hooks oder von sonst irgendwas. Es war wie so Spielen mit Bausteinen, die wir nicht verstanden haben. Aber die Zeiten haben sich geändert und es ist sehr knifflig, überhaupt herauszufinden, wie man überhaupt noch ein Musikstück hinkriegt.